Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute: Schneiden im Garten, aber nebenbei auch Bekämpfung der Kräuterkrankheit. Ich habe schon in vielen Videos gesagt und eigentlich werde ich nicht müde, es zu sagen, weil es gibt beim Pfirsich, ich stehe hier bei Christoph in Dohren im Bregenzer Wald, vor einem an und für sich wunderschönen Spalier-Pfirsichbaum. Beim Pfirsich ist es unglaublich wichtig, dass die Kräuterkrankheit bekämpft wird. Sie müssen sonst nichts machen beim Pfirsich. Es gibt keine allzu großen Feinde, keine großen Krankheiten, es gibt die Kräuterkrankheit. Und der Pilz, die Kräuterkrankheit, überwintert in den Knospen. Vor allem in den Knospen des älteren Holzes. Und bevor diese Knospen hier wieder zu schwellen beginnen, sie beginnen jetzt langsam dicker zu werden, sollte man die Kräuterkrankheit zum Beispiel mit einem Kupferpräparat behandeln. So kann man das unter Kontrolle halten. Das ist eine der ganz wenigen Krankheiten, die man präventiv behandeln soll, also bevor sie ausbricht. Und so kann man es unter Kontrolle halten. Wenn Sie mal die Kräuterkrankheit am Baum haben während der Vegetationsperiode, wenn Sie die gekräuselten Blätter haben, dann können Sie in der Saison eigentlich fast nichts mehr machen. Und wenn Sie das über 3-4 Jahre nicht machen, hier wurde sicher gemacht, sonst würde der Baum nicht so aussehen, dann kann er auch daran zugrunde gehen. Also vergessen Sie nicht, bei den pfirsichen Nektarinen die präventive Bekämpfung gegen die Kräuterkrankheit. Es gibt heute auch tolerantere Sorten, zum Beispiel Benedikt, ein paar andere Sorten auch, aber auch die können noch ein bisschen Kräuterkrankheit bekommen. Auch da würde ich empfehlen, präventiv zu behandeln, aber wenn Sie es wirklich nicht wollen, da können Sie es wagen, aber bei einem normalen Pfirsich unbedingt Kräuterkrankheit behandeln. Und zwar dann, wenn Sie selber den Frühling, der dann in 1-2 Monaten kommen wird, noch gar nicht spüren. Das heißt, Ende Januar, Mitte Februar bekämpfen. Das waren ein paar Informationen zur Bekämpfung der Kräuterkrankheit. Vergessen Sie es nicht. Bekämpfen, bevor Sie selber den Frühling spüren. Und vergessen Sie nicht, weiter zu gärtnern.